So, hallo, herzlich willkommen, liebe Gamer da draußen. Wir sind wieder zurück mit Let's Play Together Borderlands auf dem PC. Das ist schon mal gut, aber ich kann dich leider nicht hören. Tja, komisch, woran das auch liegen mag, ich habe keine Ahnung. Der erste Soundcheck, zumindest bei mir funktioniert's. Ja, schauen wir später einfach mal nach. Müssen wir gucken. So, genau. Ja, Bano Chris ist gerade Borderlands abgeschmiert. Das kann passieren, das ist kein Problem. So, wir sind wieder zurück. Die Barrikade haben wir zerstört. Aber ich glaube, wir müssen dann nochmal wieder zurück. So, wir laufen. Na, da vorne. Ich glaube nämlich beim Wechsel der Map ist nämlich dein Spiel abgestürzt und ich schätze mal, dass wir da nochmal zurück müssen, aber so wie es aussieht, kriegen wir gleich wieder Besuch von einigen unschönen Tieren hier. War es das jetzt? Ich glaube ja. Oh, da hinten kommen welche. Bloß weg hier, bloß weg, komm. Wir laufen lieber weg. So. Ah, okay, da kamen die jetzt wieder aus der Höhle raus. Sind aber auch anhänglich, diese Viecher hier. Unglaublich. So. Genau. So. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht nochmal abschmiert. Geht's auch weiter. So, und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier hinkommen. So, ich bin noch da. Anno Chris ist auch da, das ist schon mal gut. Hat also funktioniert. So. Hier können wir uns jetzt erstmal wieder etwas Gesundheit zuführen. Beziehungsweise wahrscheinlich Granaten sammeln. Hier gibt's Medikamente. Medikamente sind immer gut. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Aber Granate habe ich, glaube ich, nur noch eine, wenn ich das richtig sehe. Ja, komm. Granaten kann man immer gut gebrauchen. Was haben wir hier noch? Das sollte erstmal reichen. Gut. Und weiter geht's. Okay, ich bin voll. Ich brauche nichts mehr. Okay. So, da vorne haben wir doch schon wieder ein paar. Unglaublich, doch komm, lad nach, lad nach.
So, ich habe Skillpunkte erhalten, sehe ich gerade. Hinten ist noch einer, ne? Ja. Habe ich den doch richtig gehört. Anhängliches Viech hier. So. Doch, jetzt habe ich wieder Munition. Gut. So, das Kanonenversteck müssen wir noch finden. So, immerhin $36, das hat ja immerhin gelohnt. Das ist ja mal cool. Na gut, lassen wir es. Okay. Ja, Waffen sind immer gut. Davon mal abgesehen. Aber ich habe ja schon so eine dicke Wumme, von daher bleibe ich mal dabei. Da sind schon die nächsten. Okay, wir kriegen Gesellschaft. Und noch mehr, das kann nicht sein. So, boah. Okay, hier haben wir noch mehr. Was haben wir hier noch Schönes? Geld? Okay. Davon habe ich genug. So, ja, würde ich mal sagen, laufen wir rein, oder? Scheint ein Versteck zu sein. Könnten also ganz gut. Ja, da haben wir es auch schon gefunden. Die große Prüfung steht vor der Tür. Ich hoffe, du bist gut gewappnet. Ja, brauchst du noch was? Ich brauche nichts mehr. Gut. Okay, jetzt wird hier scharf zurückgeschossen. Oh, eine Granate war, glaube ich, ein bisschen zu kurz geworfen. Okay, hat aber funktioniert. Oh. Die sich versteckt. Ah, da. So, Schränke plündern. Ist wahrscheinlich auch wieder überall Geld drin, das ist schon mal gut. Medikits sind auch gut. Aber noch habe ich voll Energie, das ist schon mal nicht schlecht. So. Tja, ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter. Man achte mal bitte auf seine Nippel. Okay.
schnell weg, 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 weg. So, schnell noch Munition hier aufgenommen. Okay, also ich brauche dringend ein bisschen Lebensenergie. Oh, weg, weg, weg. So, also meine Energie ist gleich beim Teufel. Okay, ich hab's nicht mehr geschafft. So, Anno Chris, jetzt liegt's an dir. So. So, respawn sozusagen. Das war der erste Schritt auf deiner Reise. Du musst auf mich hören. Es ist unwichtig, wer ich bin. Zunächst musst du... So, ich komme dir ganz schnell zu Hilfe geeilt. Man wird versuchen, dich abzulenken, dich auszunutzen. Aber du darfst dich nicht von deinem Ziel abbringen lassen. Die Kammer ist hier und wir finden... Halte durch, mein Freund, halte durch! ...voller Gefahr. Wappne dich und zieh los. Ich beobachte. Oh, jetzt geht's weiter hier. Wie zäh sind die eigentlich? Unglaublich. So, wo sind die? Schauen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen das Weite suchen. Na komm. Dich kriegen wir auch noch. Schauen wir erstmal jetzt noch ein bisschen Munition einsammeln. Jo, haben wir geschafft, so wie es aussieht. Ein bisschen Muni eingesammelt. Gut, mein Inventar ist voll. Ich würde sagen, tausche ich die Waffe doch einfach mal. Gut. Jo, ich schätze mal, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück abliefern. So. Da ist noch ein bisschen Geld wahrscheinlich. Hier oben auch. Nee. So, wir plündern jetzt hier noch das gesamte Equipment sozusagen. So.
So, ich schätze mal, wir werden wahrscheinlich hinten wieder raus müssen. Okay, hier ist ein kleiner Fahrstuhl. So, perfekt. So, dann schätze ich mal, werden wir wieder zurückrennen. Okay, da warten schon die Nächsten wieder auf uns. Die Waffe ist ja mal cool. Set me on fire. So. So, ich schätze mal, können wir hinten durch? Ja, ich laufe einfach mal hier lang. Boah, da sind sie. Los, mein Lieber, brennen, mein Lieber. Da kommen noch mehr. Unglaublich. Wo kommen die alle her? So, schnell ein bisschen Munition hier eingesammelt. So. Ach nee, hier kommen wir wieder zu diesem Teleporter, glaube ich, ne? Oder müssen wir hier zurück? Okay. Dann geht's jetzt zurück. So. Jo, prima. Da wären wir auch wieder. Nichts wie zurück. Ich habe echt das Gefühl, die warten nur auf uns. So, da können wir wenigstens noch ein bisschen Munition hier einsammeln. So, können wir auch eine Abkürzung laufen irgendwie? Ja, springen wir einfach hier rüber. Und jetzt schnell zum Onkel Doktor hier. Oder hast du noch einen? Da kommen noch welche. Na komm, friss das hier. Medikit ist immer gut. So. Jo.
Claptrap ist auch noch da. Kann ich was für dich tun? So. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Hab ein Medikit gesichtet. Ja, das sollte es gewesen sein. So. So. Ach, ich habe die Vermutung, wir müssen nicht zu dem Doktor hier, sondern zu dem anderen, zu diesem verrückten Typen da hinten. Bei dem wir auch die Granaten zuerst bekommen haben. Na komm her, brenn mal lieber. So, Ruhe im Karton hier. Die Waffe ist echt cool. So. Ich glaube, da müssen wir hinten über den Hügel wieder rüber, ne? Zu diesem Silo hier hinten. Ja, wo war noch hier dieser verrückte Typ? So. Hey, warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Ist immer schön gesellschaftlich. Ah, genau. Ja, ich würde sagen, bevor der Part noch länger wird, damit wäre es das auch erstmal gewesen mit diesem Part. Und ja, Anokris und der Generation Gamer G6 verabschieden sich für den Moment. Wir sind auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Together Borderlands für den PC. Bis dahin, ich verabschiede mich und ja, Anokris mit Sicherheit auch. Ihr könnt ihn nur nicht hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.